Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crank Quest. Wir spielen heute wieder PvP, diesmal Elite, denn Ludusiel hat fast jetzt komplett so Agia. Ein Teil fehlt noch, aber ich glaube, wir könnten es trotzdem mal testen. Er hat eine Kampfklasse von 49.500, hat halt noch nicht alle Kostüme, das ist... Ja, wir können aber schon mal testen. Hat halt mehr Kampfklasse, wenn ich mehr Kostüme habe, aber es als aufwerte. Sein Gear ist auch noch nicht alles perfekt. Hier ein Teil fehlt noch, aber es ist schon ganz gut hier mit 13,9. Hier 13,8. Hier das Verteidigung kann ich ein bisschen ändern, aber mehr, ich fange erstmal an, das hier richtig aufzuwerten. Weil Attack und Leben bringt halt mehr Kampfklasse als Defense zu erhöhen. Deswegen ist das erstmal wichtiger. Mal gucken. Hoffentlich, wir haben mehr Kampfklasse als der Gegner. Das wäre schön, sonst funktioniert seine Passivität nicht. Das wäre schlecht. Und versuche einfach dann mit Zariel sie einfach wegzuhauen. Mal gucken, ob wir gegen Sivon kämpfen und wir ihn auch mit dem roten Helm einfach wegklatschen können. Oh! Da hat, glaube ich, man fast die gleiche Idee, nur dass er King im Team hat. Hat er Ausweich? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, er hat Ausweichen. Komm, jetzt müssen wir das so machen. Reicht einmal AOE? Ist er dann tot? Komm, wir gucken mal. Hast du Ausweichen? Nee, hast du nicht. Schade, okay. So, Zariel, ja, der macht gerade nicht so viel Schaden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sterben werden. Guck mal, wir haben mehr. Dein Ludusiel ist ja nicht wirklich stark. Was machst du denn jetzt? Du kannst nicht wenken, deswegen machst du auch so wenig Schaden. Da kann man schön drauf hinten. Ja, komm. Jetzt hauen wir erstmal sein Zariel weg. Und dann, glaube ich, sein King. Sollten jetzt beide tot sein. Ja. Und jetzt, oh ja. Haben wir eigentlich schon. Eigentlich haben wir schon gewonnen. Wer kommt halt Senk? Wer kommt als Backup noch? Die Grüne. Was ist das denn für ein Team? Es macht ja vorne bis hinten gar keinen Sinn. Aber okay. Will er überleben noch? Greift er nochmal an. Er lebt noch. Gut, Zariel. Aber wir greifen ja grün an. Und sollten wir jetzt tot sein, beide eigentlich. Ja. Komm, mach mal deinen Klon weg hier. Gut. Aber die erste Runde war dann schon ganz einfach. Ah, nicht so won. Warum kämpfen wir gegen so viele komische Teams? Das macht ja auch wieder nicht wirklich viel Sinn, das Team hier. Aber das ist uns egal. Ich glaube, wir klatschen erstmal gleich Lost Vayne weg oder King. Ah, King ist, glaube ich, nicht gerade so ein Problem, sondern eher Lost Vayne. Komm, wir hauen ihn einfach weg. Ich hoffe, er kann Ausweich essen. Nein, zum Glück nicht. Und Lost Vayne ist weg. Ja, was ist denn das? Ey, heute ist echt komisch. Oh, guck mal, gleich Rang 3. Ja, Escanor. Und der ist auch nicht mal super erwacht. Sehr merkwürdig hier. Ich weiß nicht, könnte es ein Bot sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall klatschen wir ihn jetzt einfach weg, komm. Ariel, Rang 3. Und du bist weg. Vielleicht stirbt er auch jetzt schon mit der ersten Karte. Ne, leider noch nicht, aber immer noch nicht. Okay, ach, wegen seinem Buff. Hätte er sein Leben Buff nicht, dann wäre er jetzt tot. Aber wir können ulten. Aber es müsste ja Ludusiel mehr Schaden machen, weil er gebufft ist. Aua. Ey, jetzt nicht meine Ulti entfernen, das ist nicht nett. Ha, ich hab's immer noch. Was sagst du jetzt dazu? So, dich klatsche jetzt erstmal weg. Hier, kann er Roma machen.
solltest jetzt tot sein. Auch mit deinem Bab. Danke doch. Leben sie wohl. Jobs auch. Und der Ria noch dazu noch. Ja, guck mal. Funktioniert zurzeit ganz toll, aber wir kämpfen auch gegen echt komische Teams hier. Da, nichts gewonnen. Komplettes Red Team. Gleich Rang 3, komm. Wehe, du hast jetzt auch. Wir haben die. Ich habe diesmal Ausweichfutter genommen. Ich hoffe, der Gegner hat das nicht auch jetzt. Deswegen. Geht jetzt bitte drauf. Komm gleich. Ja. Da wäre fast großer gleich gestorben mit der ersten Karte. Also keine Rank-Up mehr für dich. Aber wir kämpfen doch jetzt gegen Bot nicht. Schon sehr merkwürdig, was er hier macht. Sehr, sehr merkwürdig. Kann man hier lustig ein bisschen was machen? Zack, und schaffst du auch noch Arthur zu töten? Natürlich. Rang 2. Jo. Komm, jetzt gewinnen wir hier. Ja, heil dich. Wir haben deine Buffs eher, Debuffs eher. Da müsste, glaube ich, Rang 2, noch Rang 1 gewesen sein. Du bist aber auf jeden Fall tot jetzt. Einfach Druftor. Natürlich hat jemand hat Eskimo den One den einen beschworen. Ich fühle mich sowas von gemobbt vom Spiel. Sehr dolle gemobbt. Ja, du kannst jetzt ulten. Guck mal. Können wir gleich Rang 3 machen hier. So, und jetzt sterbe bitte vielleicht. Ja, 96.000. Ultra-Team, wa? Ein Kreis können wir kaum noch gegen zu wonnen. Weil du jetzt aber hier nicht ulten, ja? Deswegen hier. Komm, aue, komm, gleich drauf doch. Ja, man nicht gegen so One kämpfen. Ey, gegen so One kämpfen, es macht einfach keinen Spaß. Also One ist echt super stark, aber auch irgendwie super langweilig, oder? Ist einfach nur auf Damage. Irgendwie macht da keinen Spaß. Du bist jetzt versteinern? Nee, glänzen. Kannst du versteinern? Natürlich kannst du versteinern. Oh, warum? Ist das ein Bot? Das war gerade sehr merkwürdig. So, Rang 3 und Rang 2. Hauen wir gleich alle weg. Ja, guck mal. Nur noch King gelebt. So, funktioniert auch. Schafft das auch? Nee, noch nicht. Schade. Esknor. Würde mich nicht überraschen, wenn es der. Wenn es Devon gewesen wäre. Hätte mich nicht überrascht. Aber so, mein Freundchen, hast du leider keine Chance. Deswegen bist du jetzt tot. Wir haben mehr auch mit Ausweichfutter. Ach, Ultrasteam. Das gute alte Ultrasteam.
Wer kennt's denn nicht? Ja, mach aber trotzdem AOE. Natürlich quitten wir. Es hat gleich Rang 3. Lost Vein. Okay, greifen wir an jetzt gleich. Töten wir, glaube ich. Oh Gott, töten wir jetzt erstmal Gottes Liss. Komm, greif, mach gleich AOE. Oder mach halt das, aber das überleben wir. Aua. Natürlich hast du zweimal AOE. Und natürlich ist er auch gleich weg. Es war so klar. So klar. Aber hoffen mal. Das ist jetzt blöd. Das ist keine AOE-Karte. Schaffen wir es, ihn so zu töten. Ludusiel. Ja, komm. Oh, wäre fast auch so gestorben. Okay, Lost Vein ist weg. Merlin. Der gute alte Merlin. Hast du ein Schild oder willst du betäuben? Willst du... Ah, schade. Ich habe gedacht, du greifst Lucian, dann wird es nicht wirken. Nein, das Ariel, der stirbt doch gleich. Ah, glaube Gottes Liss würde es nicht überleben. Einfach tropft er immer schön. Zack. Vielleicht jetzt schon tot? Natürlich nicht. Schade. Er hat aufgegeben. Usvon und Dien. Oh Gott, das wird eine schlimme, das ist eine schlimme Kombo hier. Sehr schlimme Kombo. Jetzt wird das mal gebufft, klar. Komm, mach, geh gleich auf Rang 3. Hab nur eine Karte. Ja, komm und. Ausgewichen. Machst du erstmal keinen Schaden hier, oder? Ja, komm, töte ihn fast. Okay. Deswegen. Ausweichvorteil muss auch ein bisschen gebufft werden. Das ist wenigstens vielleicht eine komplette Runde. Das wir ausweichen, nicht nur ein Schlag. Weil gegen The One ein Schlag ausweichen bringt halt nicht viel. Guck mal, er kann auch fast nichts drin ulten. Jo. Guck mal, immer wenn ich Ausweichvorteil benutze, wirkt es bei mir nicht. Also bringt nicht so viel. Aber bei Gegner. Der. Warum habe ich ihn gerade angegriffen? Egal. Der schafft es immer wieder. Den hast du. Ah, und Despius. Deswegen hast du viel Schaden gemacht. So, es wird. Sariel wird jetzt sterben. Na, naja, wenigstens den hat er überlebt noch, den Schlag. Aber den nächsten Schlag wird er vielleicht. Er wird jetzt ulten. Er hat das. Ich hoffe, das ist ein AOE, dass wir ihn vielleicht töten könnten. Aber ich denke, er nicht. Usariel macht ganz viel Schaden. Übrigens, ein Dien ist weg. Ah, nicht gekötet, nur 40.000. Au, jetzt gibt's Damage. Boah, ich hasse ihn. So nervig. So, so extrem nervig. Gegen sie gewonnen. Natürlich hat noch gefühlt jeder. Und wer stirbt noch? Okay, mal. Ludusiel hat's noch überlebt. Er lebt noch. Ah, kriegen wir ihn irgendwie down? Wir müssten ihn einfach down kriegen. Komm schon. Wir könnten nächste Runde vielleicht ulten.
Er war ja gar kein Damage. War ja nix. Komm, zwei Ultis haben wir. Aber wenn er jetzt überlebt, hat er wieder alles komplett voll und teilt sich. Wir müssen ihn jetzt one-shotten. Und wir haben echt eine schlechte Hand, außer die Ultis. Ach komm, Ach Leute. Kannst du mal aufhören zu quitten? Es ist so absolut... Ich hasse ihn. Leider funktioniert das Team zurzeit nicht wirklich gut, deswegen höre ich jetzt auf. Ich nehme auch fast schon eine Stunde auf. Ich weiß nicht, wie es am Ende noch jetzt sein wird. Vier Minuten werdet ihr dann sehen. War echt eine komische Folge heute. Ich hoffe, ihr werdet die Folge trotzdem bewerten. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi.